Rostiges Eisen und verstaubte Reifen. Der Organisator des berühmten Güterumschlags bei der alten Senffabrik in Eistrup veranstaltete zum ersten Mal ein Veteranentreffen für historische Straßenzugmaschinen, insbesondere des Fahrzeugherstellers Kelble, bei dem Dutzende Teilnehmer ihre eisernen Zeitzeugen präsentierten. Niedersachsen TV war vor Ort und hat die Veranstaltung für unsere Zuschauer dokumentiert. Ich bin Nico Brockmann. Ich veranstalte hier das erste Straßenzugmaschinen- und Kelble-Treffen. Wir haben hier Fahrzeuge aus Anfang der 30er Jahre bis Mitte 70er Jahre. Wir haben das erste Mal, haben wir heute ungefähr 25, 30 Fahrzeuge gehabt, was fürs erste Mal wirklich schon erfreulich ist. Die Firma Kelble war ein deutscher Hersteller von Nutzfahrzeugen, der für seine schweren Zugmaschinen, Muldenkipper und Baumaschinen besonders bekannt gewesen ist. Dieses hier ist eine Kelble-Zugmaschine von 1956, hat 145 PS und aus dem Hubraum von 10 Liter, also das ist viel Hubraum. Ja, man muss immer bedenken, das war in den Mitte 50er Jahre schon ein hoher Spitzenwert. 1956 war das auch eine sehr moderne Ausführung mit diesen Panoramascheiben. Das gab es vorher nicht. Davor waren Fahrzeuge, wie man das bei den 410ern sieht, die haben gerade Scheiben gehabt. Oder auch bei dem Bulldog, den wir hier im Hintergrund bubbern hören. Das war einfach zweckmäßig. Aber da ging das dann los. Da wurde dann auch schon auf Ästhetik geguckt. Und ja, sie sahen dann halt entsprechend modern aus. Ne? Der Organisator Nico gewährte unseren Reportern einen kurzen Blick unter die Motorhaube seiner historischen Straßenzugmaschine. Da haben wir einen 6-Zylinder-Reihenmotor. Hier, da hinten ist die Einspritzpumpe zu sehen. Das ist ein großer Saugmotor, ein Saug-Vorkammer-Diesel. Das heißt, der Diesel wird in der Vorkammer eingesprüht, wo er erst zündfähig wird und dann eben verbrennt. Das geht natürlich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Aber so ist halt eben dieses Grundprinzip. Hier im Vordergrund die beiden großen Töpfe, das sind Luftfilter. Die Luft muss natürlich für eine Verbrennung sauber sein, sonst geht so ein Motor innerhalb kürzester Zeit kaputt. Ein Mitglied der Interessengemeinschaft Industriedenkmal Senffabrik Lehmann zeigte unseren Reportern den Maschinenraum der Senffabrik, in dem eine über 100 Jahre alte Dampfmaschine steht. Wir stehen hier im Krafthaus, stehen vor der historischen Dampfmaschine, das Objekt unserer Begierde, nachdem wir uns zusammengefunden hatten. Ich will ein ganz kleines bisschen was zur Dampfmaschine erzählen. Die Dampfmaschine ist Baujahr 1911. Gebaut worden in Bragwede bei Bielefeld von der Firma Müller. Wie es damals üblich war, ist diese Dampfmaschine nicht zu Beginn hier eingebaut gewesen, sondern ist gebraucht hier hingekommen. 1926, 1927, so ganz genau können wir das heute nicht mehr festlegen. Die Maschine hat eine Leistung von 200 PS und erzeugt 160 kVA Strom, einen dreiphasigen Wechselstrom, also Drehstrom, die 400 Volt, die Sie auch alle zu Hause in Ihrem Haus haben, in Ihrem Hausanschluss. Und die Leistung der Maschine entspricht in etwa der, die die privaten Haushalte in Eistrup an Strom benötigen. Der Organisator Nico zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung und bedankte sich bei dem Gastgeber, der Senffabrik Lehmann. Wir fühlen uns hier immer sehr wohl und kommen immer sehr gerne wieder. Und wir gucken mal, vielleicht etabliert sich diese Veranstaltung ja. Deswegen recht herzlichen Dank an alle, die damit beteiligt waren. Das war unser kleiner Bericht vom ersten Veteranentreffen für Straßenzugmaschinen in Eistrup.
Eine ausführliche Reportage von der Veranstaltung finden Sie auf dem neuen Videokanal der Interessengemeinschaft Industriedenkmal Senffabrik Lehmann auf YouTube. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann unterstützen Sie unsere überwiegend gemeinnützige Berichterstattung unter der eingeblendeten Adresse. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.